Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ja, wir sind jetzt hier an diesem Gebäude angekommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was uns da drin erwartet. Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, V-Doc. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, V-Doc. So, mysteriöse Mordfälle. Das heißt, wir kriegen die quasi, die Hinweise kriegen wir von ihm und nicht vom Polizisten. Na gut. Informationen zur Durchsetzung von Recht und Gesetz. Datenbank öffnen. Oh Gott. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Ich werde es euch einfach machen und die Grundlagen hier auflisten. Lest es und dann geht dann raus und schnappt die Mörder. Okay. Alle eure Entdeckungen werden in einem Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Einige Hinweise werden euch an neue Orte führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Seht euch die Fallakte an, benutzt euren Kopf. Welche der verdächtigen Personen hat eine Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtigen das Verbrechen begangen haben kann, kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Eurer V-Doc. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Okay. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, wir können einfach rausgehen, okay. So, das heißt, wir untersuchen jetzt eine Leiche bei einem Kloster. Ja, gucken wir doch mal, was uns da genau erwartet. Und dann kriegen wir eine Waffe. Waffe finde ich ja per se schon mal immer gut. So, jetzt sind wir in einem neuen Bezirk. Wo ist denn das Kloster? Ist das nicht hier irgendwie mal abgebildet? Oder wie weit draußen ist denn das bitte? Weit genug draußen, dass wir es nicht angezeigt bekommen. Offensichtlich. Okay, dann halt eben weiter hier in dem Bezirk. So. Aber wir könnten eigentlich jetzt hier, ah, das ist das der Notre-Dame-Bezirk. Okay, da können wir sowieso nicht wieder hochklettern, ohne dass es sinnfrei ist. Mittlerweile dürfte vielleicht schon ein Hinweis eingegeben sein worden. Oh, hier gibt es noch ein Artefakt. Habe ich ja vielleicht mittlerweile schon einen Hinweis bekommen, ob ich die Notre Dame überhaupt quasi beklettern kann. Ach Gott, es ist so schwierig, gleichzeitig zu reden und nachzudenken.
So, 2 von 3 Artefakten in diesem Bereich. Das ist doch schon mal gut. Ja, wir müssen dann auch mal uns bei diesem Compagnon-Dings da registrieren. Von Ubisoft. Und was es da sonst noch alles gibt, was man da dazu nebenbei noch machen muss, soll, wie auch immer. So. Und diese roten Runen machen mich ja scheckig, wenn ich da noch gar keinen Schlüssel habe zu. Könnte ich nicht erst einzeichnen, wenn ich einen Schlüssel habe. Das wäre viel cooler. Und hier geht es auch nochmal in die Katakomben quasi runter, ne? Aber da darf ich auch noch nicht rein. Vermutlich. Na? Nö. Na, mal schauen, wann das dann geht. Das gab es ja im Dreier auch. So, und jetzt hier einfach einmal rüber. So, jetzt sind wir fast da. Leiche. Wo ist denn die Leiche? Da drin, in dem Gebäude, okay. Und da kommen wir von da unten direkt rein. Und einmal nach unten. Oder auch nicht. Okay, der ist hier nicht auf der Seite, sondern auf der anderen Seite. So. Zeigt mir einen Eingang. Okay, im Fallaktenmenü. Ja, das gucken wir dann, wenn wir die erste Information rausbekommen haben. Vorher macht das ja gar keinen Sinn. Hier können wir jetzt aber mal reingehen. Lasst mich rein, ich bin Detective. Wo ist die Leiche? Oben ist die Leiche. Cool, Detektiv spielen in Assassin's Creed. Das ist auch mal richtig neu. So. Schauen wir erstmal. Leiche. Klosterleiche. Ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Okay. So. Hinweise. 1 von 13. So, natürlich die Personen sind Hinweise. Und hier liegt auch etwas. Was ist das? Das ist ein Schriftstück. Was hat er geschrieben? Zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig. Ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue. Das wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor... Der Eintrag ist unvollständig. Also hat ihn wahrscheinlich jemand umgebracht, der ihm den Auftrag gegeben hat, das Gift zu nutzen. Leiche von Bruder Bernhard. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl. Und sein Gesicht ist bleich. Ja, wahrscheinlich vergiftet worden. Genauso wie der da drüben. Auch ein älterer Mönch. Leiche von Bruder Stanislaus. Mit den gleichen Symptomen. Das ist bei dem wahrscheinlich ähnlich. So, Fallakteneintrag freigeschaltet. Okay, hier ist Blut auch. Mal schauen, wie komme ich denn in diese Fallakten? Und das wird sich noch finden, denke ich. Zwar da hinten war noch der Nachttischschrank, den konnte ich auch noch anklicken. So, persönliche Gegenstände, Kloster. Eigentum von Bruder Jean. Persönliche Gegenstände, außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite aus einem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Okay. Also die Ältesten, sie sind jetzt schon tot. Der eine wurde vom anderen umgebracht. So, dann müssen wir natürlich hier mal reden. Das wird wahrscheinlich Bruder Jean sein, oder? Herr im Himmel. Bruder Stanislas. Bernard. Und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean. Alle tot. Das begreife ich alles nicht. 3 Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank.
Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? So. Wie kann ich denn jetzt die Datenbank öffnen? Das wird jetzt mal Zeit. Fortschrittsanzeige. Nö. Datenbank. Fallakten. Fallakte ansehen. Hinweise ansehen. Zur Aussage von Abbot. Gab an, dass seine Brüder alle tot sind. 3 weiter sind noch am Leben. So, Eigentum von Bruder Sean. Dann haben wir die Leiche natürlich. Bruder Sean. Ja, das ist das hier. Das wird die Prophezeiung sein, die er bekommen hat. Und diese anderen Leichen. Hier fehlt doch aber eine Leiche. Stanislav Leiche. Müssen wir gerade noch mal schauen. Da haben wir hier doch. Ja, ein älterer Mönch auch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt. Die sind alle unten. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Zimmer fast alles abgehakt. Hier ist noch eine mit persönlichen Besitztümern. Eine Truhe. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch voller faszinierender vierzeiliger Prophezeiung des Nostradamus. Von Bruder Honoré. Okay. Honoré, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das hieß ja mit Prophezeiungen hat es zu tun. Und offensichtlich hat hier einer schlechte Prophezeiung gegeben für diese Gifttat. Ist der das? Es ist so viel geschehen. Hier ist der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. So. Ja. Was kann ich mit dem machen? Ich kann ihn beschuldigen. Nee, ich glaube nicht, dass der das war. Ich glaube, das war der Honoré oder wie der hieß. Der ist aber nicht hier drinne, sondern hier draußen. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Ja. Wir haben jetzt 10 von 13 Hinweisen, es fehlen also noch 3 weitere. Ja, vielleicht hinter dem Haus noch irgendwie. Das ist ja die schlafen die Mönche ja da hinten. Aber hier gibt's doch noch ein bisschen was. Wen haben wir denn hier? Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Ich fürchte, er hat ihn umgebracht. Den kann ich jetzt auch beschuldigen. Okay, ich kann alle beschuldigen, außer den Abt. So, dann haben wir den nächsten. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Also jetzt bin ich fest überzeugt, dass es dieser Bruder ist, aber es fehlt noch ein Hinweis. Und ich möchte natürlich alle Hinweise finden, bevor ich mir da ganz sicher bin bei dem, was ich da schaffe. Also, sie haben ja Gott sei Dank keine limitierte Zeit. Die Leiche ist und bleibt tot. So, vielleicht gibt es da hinten noch einen Mönch, der irgendwie noch etwas zu sagen hat.
Nein, das ist jetzt etwas merkwürdig. Da fehlt jetzt noch ein Hinweis. Aber einen Hinweis werden wir doch noch hier irgendwie zusammenkriegen, oder? Ja, ich bin schon in einer Untersuchungszone, das ist mir klar. Also. Vielleicht oben noch irgendwo? Nee, es sieht nicht danach aus. Dann nochmal zurück zum Weingarten. Den habe ich schon untersucht. Da hinten, da liegt doch noch irgendwas. Da siehst du richtig noch eine Notiz, ist das? Die verbrannt werden sollte. Kloster, teilweise verbranntes Tagebuch. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. Oh, verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus vorhersagen, je in Honoras Gesetz gelangt sind. Er ist verrückt. Und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben, doch ich bin... So, jetzt haben wir eigentlich alles rausgefunden. Der Jean hat alle mit Wein vergiftet und wollte es erzählen und dann kam der Typi da und hat gesagt, hier, ich bring dich um, beziehungsweise hat ihn einfach umgebracht. So, sprechen. Der Wille Gottes ja, ist nicht begreifbar. Gedrückt halten, um zu beschuldigen. Wir suchen und beten, machen wir. Und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine den Verschwörern, verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Ja, war das jetzt richtig? Er ist auch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Ehren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. So, maximaler Bonus. Schuldige Person ohne falsche Anschuldigung gefunden. Und wir haben einen Holzhammer gekriegt. Naja, gut. Was immer man mit diesem Holzhammer machen kann. Ein übler Fall im Norden von Saint-Marcel in Flussnähe. Packt Handschuhe ein. Ich muss sagen, ob ich jetzt den nächsten Auftrag bekommen. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Nö. Ja, cool. Da haben wir unseren ersten Mordauftrag gelöst und haben jetzt einen Holzhammer. Ich weiß jetzt aber noch nicht ganz, wo und vor allen Dingen, wie wir den auswählen. Musst du doch aber eigentlich... Okay, hierüber nicht. Darüber auch nicht, das ist die Karte. Darüber auch nicht. Okay, das ist so. Scheiße, so schmeißen wir eine Rauchbombe. Ich wollte keine Rauchbombe schmeißen. Okay, ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie ich den Holzhammer auswähle. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt rennen die alle zu der blöden Rauchbombe hin, die ich dich geschmissen habe. Ich wollte die gar nicht schmeißen. Sag mir doch bitte mal, wie mache ich denn? Öffnen. Ah, das zählt unter Pariser Geschichten wohl. Ah ja, mysteriöse Mordfälle, da gibt es auch noch andere Sachen. Okay, sieh mal einer an. So. Anpassungsmenü. Y. Haha, Waffen. So, einhändig. Haben wir jetzt gerade hier den stumpfen Kavaliersäbel. Oder den Kriegshammer. Kriegshammer ist in der Geschwindigkeit genauso schnell, ist aber in Parieren und Schaden besser. Wieso kaufen? Ich denke, wir haben den bekommen. Ach nee, wir können jetzt hier einfach nochmal kaufen oder hacken. Aha. Ah, okay, dafür brauche ich Helix-Kredits. Okay, wenn ich es direkt kaufen möchte. Interessant. Wo sehe ich denn, was ich denn schon besitze?
habe doch aber schon was. Nicht? Nee, alles kaufen einhändig. Dann ist der vielleicht zweihändig? Ah. Spitzhacke. Holzhammer. Hier. Der ist aber auch nicht wirklich gut. Nö, der macht sogar schlechter das, was wir haben. Das heißt, wir wählen den jetzt erstmal nicht an. Und da hat es mich gerade aus dem Spiel gekickt. So. Sorry, da war ganz kurz gerade ein kleines Problem am PC, aber das ist ja nicht so dramatisch. Okay, ja, es geht ein bisschen schleppend voran. Ich gebe es zu, es passiert momentan nicht so viel Spannendes. Beziehungsweise eigentlich für mich ist es halt extrem spannend, weil ich vieles noch überhaupt nicht kenne von dem, was wir hier eigentlich machen. Ah, okay, jetzt sind hier die Orte eingetragen. Das ist zwar auch sehr cool, aber jetzt beißt sich das so ein bisschen mit Kram, den wir irgendwie finden können. Es gibt hier noch 4 Truhen, sehe ich, und 3, die ich derzeit noch nicht öffnen kann. Die zählen aber mit zu den Truhen. Okay. Cool. Ja. Nö, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir hier mal nochmal Richtung Hauptmission tingeln. Die Sequenz 2, Erinnerung 2. Und ich sammle jetzt hier nochmal noch eine Truhe ein, so zum Abschluss. Es ist irgendwie ganz gut, sich, wie gesagt, so ein bisschen an alles noch zu gewöhnen. Es ist manchmal stellenweise noch ein bisschen irritierend. Gerade halt, dass die Tasten jetzt manchmal, also die liegen erstmal ganz anders als bei Risen. Das ist ja klar, sind ja 2 verschiedene Spiele. Ich möchte da gar nichts, überhaupt nichts gegen sagen, ehrlich gesagt. Aber sie liegen halt stellenweise auch echt anders als bei dem anderen Assassin's Creed Teil, den ich gespielt habe. So. Bis zum Dreier ist, kann ich jetzt mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Das ist jetzt schon zu lange her und auch beim Zweier ebenso. Also ich glaube, es ist mehr an den Zweier angelehnt, auf jeden Fall. So. Ja. Wie schnell die da genervt sind von einem irgendwie. Und hier geht's rein. Genau. Na, langsam kriege ich's raus. Wie erbaulich. Okay, da hat's gerade geflackert. So. Warum flackert's da? Naja, gut. Egal, wird schon nichts zu bedeuten haben. Ja, in dem Falle. Was habe ich denn da jetzt? Moment mal, da gab's doch gerade was. Hier. Was habe ich denn da jetzt? Ach so, das... Ah, okay. Okay. Entschuldigung, ich war gerade irritiert. Rechts unten seht ihr ja, was für Special-Sachen ich habe. Und wenn man denn die Adleraugensicht aktiviert, dann kommt so ein kleiner Adler, der dann aber auch gleich wieder verschwindet. Und ich war gerade irritiert, was das ist, ob das irgendwas Special-mäßiges an der Stelle ist oder was das soll. Jetzt weiß ich natürlich, dass es nichts ist, aber ja, war mir zu dem Zeitpunkt eben gerade nicht bewusst. Ja, wie gesagt, ich muss es noch ein bisschen kennenlernen. Ich mag mich dafür jetzt auch nicht permanent entschuldigen und ich werde es auch nicht mehr tun. Ihr müsst jetzt einfach damit leben, dass ich hier so ein bisschen Murks baue, dass es halt gerade die ersten Folgen einfach ein bisschen länger gehen als vielleicht bei dem einen oder anderen Let's Player, wo ihr vielleicht ab und an mal reingeguckt habt oder reingucken werdet. Und dann, ich hole aber auf ganz geschwind und werde dann besser sein als alle anderen. Ja, das ist der Plan. Und genau deswegen suche ich jetzt auch gerade schon wieder verzweifelt eine Truhe, damit ich besser werde als alle anderen und viel Gold habe. Mir wurde jetzt übrigens erzählt von jemandem, der, habt ihr vielleicht in den Kommentaren gelesen, da unten ist die Truhe, dass ein Spiel ist abgestürzt bei einem Koop-Mode. Macht Sicherheitskopien von dem Spiel, das ist noch ein bisschen buggy.
Und das wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen so bleiben. Und deswegen, ja, wie gesagt, Sicherheitskopien. Ich werde es dann demnächst auch tun, wenn ich genau weiß, wo die sind und wie es geht. Aber ich rate euch dann natürlich auch zu. Ach ja, und zu guter Letzt, jetzt überziehe ich doch wieder, denkt bitte an die Abstimmung. Ich wollte Mittwoch um 20 Uhr, ist quasi Zappe. Da werte ich aus. Momentan steht's gut für Assassin's Creed Unity auf jeden Fall. Mal schauen, ihr könnt es ja vielleicht noch für Risen kitten. Wer jetzt nicht genau weiß, was ich damit meine, fragt nach, wer die anderen Teile nicht gesehen hat. Und wenn ich schreibe, ich es vielleicht auch einfach nochmal dazu. Gut, liebe Leute, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüssili.